gehalten wird, ja. Als Protagonist hat man es heutzutage einfach nicht leicht. Man muss alles logisch erklären können, warum man jetzt den Imba-Feuerwirbel auf Doom beherrscht, nachdem man einen Blob getötet hat. Ja, früher war das noch einfacher. Früher hat keiner lästige Fragen gestellt. Da waren sie froh, dass sie das konnten, ja. Und heute muss man alles erklären. Irgendwann müssen wir Protagonisten doch erklären, warum wir keine Münder haben. Und keine Nasen. Auf dem Charakterset. Tada! Außer jetzt. Ja, also der Schwarze Mager hat ja auch Charakterposen. Der ist ja auch cool. Aber so diese normalen Protagonisten, Sie hat schon. Ihr seht schon, ich habe nichts zum Erzählen und schlaber so ein bisschen rum. Obwohl das meiner Stimme auch nicht besser tut. Aber das wäre sonst kein Let's Play, wenn ich hier nicht rumlabern würde. Wenn ich keine Lust zum Rumlabern hätte, würde ich jetzt hier nicht aufnehmen. Jetzt, ja, du machst 5 Schaden. Du bist Chuck Norris. Da, 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 da. Da. Peaks. Peaks, Peaks, Peaks. Bididididiks. Peppi, Peppiks. Peaks, Peppiks, Peaks, Peppiks. Verreck doch, du. Papa, da. Ja, papa, da, da, papa. Blöde Geräusche machen, das passt immer, wenn man nichts zu erzählen hat. Muss man nichts erklären. Ah! Och. Ja. Und wo bin ich denn jetzt? Achso, ja. Ja. Mein Orientierungssinn, der ist wieder awesome. Und ich bin natürlich falsch gelaufen. Achso, zu dem muss ich auch noch. Guten Tag. Ja, Tingel. Nanu, schneidiges Schwert, spitzer Hut, mein Herr, seid ihr vielleicht ein Abenteurer, du liebe Güte? Ich heiße Tingel, mein Herr, ich denke, ich bin genauso wie Sie ein Abenteurer. Glückspilz, Glückspilz, auf meiner Reise habe ich es kürzlich entdeckt. Leider kann ich nichts damit anfangen. Wenn ihr es mir abkaufen, wollt ihr es mir abkaufen für 20 Goldmünzen? Ja. Glückspilz, Glückspilz, ihr habt ihr es, mein Herr, mein Schatz. Ja. Herzteil schon wieder. Die könnten sich auch was Neues einfallen lassen. Immer nur Herzteile. Und wenn sie ganz, wenn sie gerade ganz gut geistig fit bla sind, dann geben sie mir Attributspunkte. Rote bla, ja, ja bla. Ihre Lieblingsfarbe ist rot. Das könnte so. Blip, da könnte ich dir sogar recht haben. Sie mag doch das Erdenrötzes, ja. Ja, jetzt muss ich aufs Wort, bis du weggegangen bist. Hopp, vielen Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, dass der Lieblingsraum meiner Freundin wirklich rot ist. Ansonsten habe ich dir eine aufs Maul, du Arschgesicht. Jetzt muss ich da bestimmt nochmal hoch. Nur damit er mir sagen kann, ja, Punkt. Nein, ja, Komma, es war ihre Lieblingsfarbe, Punkt. Da, 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 da. La, 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 la. La, 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 la. Danke nochmal zu deiner Hilfe, Rot. Rot war wirklich eine richtige Entscheidung. Ja, Attributo, ja, du bist ja so, die Innovation pur. Ah, wunderschön, ja, bla, extra für mich gepflückt. Ich frage mich, was bei anderen Farben passiert wäre. Da hätte ich bestimmt ein Herzteil gekriegt. Haha. So, Questlog. Questlog. Rabbit, Rabbit. Quest, Quest, ja. Okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob das durch die Lex jetzt nicht asynchron ist. Ich speichere lieber mal bei 3. Bei 3 tue ich speichern und ich habe echt keinen Plan, wie lange ich aufnehme. Aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Dü-düm. Bum, bum, bum. Und dann ist das jetzt wieder nur eine Minute lang. Und das, meine Gott, wird schon geholt.
Yes, na prima. Danke für deine Hilfe. 5 Attributsbücher, du Geizhals. Okay, du bist ein Bauer. Du verdienst nichts, du Bauer. Bauer. Voll die Beleidigung. Bauer. Oh, jetzt bin ich cool. Wo wollte ich hin? Nein, da müssen wir, glaube ich, dann hin. Also so hauptquestmäßig. Ermia-Felder. Ich muss husten und ich möchte nicht, weil sonst muss ich das rausschneiden. Das ist lästig, deshalb halte ich es zurück. Ach schön, wenigstens mal kein Wald. Wir waren bis jetzt nur in Wäldern. Bienchen. Bienchen und Blümchen. Und ich glaube, die Felder... Waren die nicht gerade schon wieder was mit E? Was? Hat das E irgendeinen tieferen Sinn in diesem Spiel? Und das F teilweise, aber das E hauptsächlich. Wer weiß, vielleicht kommen wir noch dahinter. Das kann doch echt kein Zufall sein, oder? Oder sind die aus so einem Namensgenerator rauskopiert? Hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang. Ich weiß es, ja. Und hier sind, die gefährlichen Schmetterlinge. Oder Motten, glaube ich. Motten auf Doom. Und die Wespen, hell. Und diese... Ach nee, lieber nicht. Biene, die ich meine, nennt sich Maya, oder doch? Kleine, irgendwas freche Biene, Maya. Maya! 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 Oh Gott! Alle Leute in diesem Haus halten mich jetzt spätestens jetzt für bescheuert. Aber auch nur spätestens. Aber es ist mir egal. Da haben sie wenigstens kein falsches Bild von mir. Oh, ein Viertelblatt. Ein Viertel ist immer gut, auch wenn hier nirgendwo eine Viertel ist. Ein Viertelbusch? Hutscha, Hutscha. Ja, Hutscha. Hutscha, Hutscha. Kambucha. Butcha, Butcha. Butter, 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 Butter. Ja. Ja, 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 ja. Verreck, du Arschkrampe. Du kleine Kackwurst. Doch, so, ich schmeiß dir voll die üblen Beleidigungen an den Kopf. Ja, das ist also hart. Da kommt meine schlechte Erziehung wieder. Ja, das ist also, ja. Ich sollte aufhören, so viel Scheiß zu labern und mehr Bienen töten. Warum droppen die keinen Honig? Geh weg. Ach Gott, wie ich jetzt so blöd zum Treffen bin. Hua. Ich will auf Nummer sicher gehen. Ich muss ihren Geist noch töten. So, jetzt dann langsam. Obwohl. So. So, jetzt aber wirklich. Aber hier finde ich es schön. Hier gefällt es mir. Bäh. Man sieht mich nicht. Blaubeeren, yay. Gummibären. Heute kommen alle Kindersendungen. Irgendwann mal dran in dem Let's Play. Das sind die Gummibären. Ach ja. Aber als Kind zu viel Fernsehen geschaut. Das passiert, liebe Eltern, wenn ihr eure Kinder nur vor den Fernseher setzt, ja? Geht lieber raus mit ihnen in die Natur. Am besten überall dahin, wo was mit E anfängt. So ins Erzgebirge
Und dann bringt euren Kindern bei, wie man harmlose Tiere abschlachtet. Da lernen sie was fürs Leben. Weil wenn ihr sie den ganzen Tag vor den Fernseher setzt, dann fangen sie irgendwann an, Let's Plays zu machen. Und dann leben sie ihre Komplexe nicht nur daheim aus, sondern sie veröffentlichen das dann auch noch. Ja. Wo speichere ich denn? Eins. Number one. So, ich denke, ich hab's dann dabei. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir mal nach Feradon. Und jetzt muss ich husten. Ja. Ich sehe sie. Ist doch tatsächlich eine Fee?